Hi Leute, schön, dass ihr da seid. Schaut euch das mal hier an. Es gibt mal wieder eine Serie auf Netflix, Jakamos S245. Es ist eine Serie, erste Staffel, ab 16, 7 Folgen. Spannend war halt, dass es mal was Türkisches war. Mystery, ja, würde ich jetzt überhaupt nicht sagen. Das ist typisch Science Fiction. Und um was geht es? Jeder hat schon mal gehört, es gibt so eine Art Sonneneruption und die Sonne. Ja, strahlt halt bei dieser Sonneneruption Gammastrahlen aus und wer sich halt innerhalb dieser Gammastrahlen aufhält, der stirbt. Jedes Lebewesen, was diese Gammastrahlen abbekommt, stirbt letztendlich. Und so ist es auch hier. Es sind zwei U-Boote momentan unter Wasser, wenn es die Geschichte hier halt losgeht. Und diese Jakamos S245 ist ein U-Boot, was gerade in dem Moment unter Wasser ist, als eben dieser Gamma-Strahlenwelle hier über die Erde geht. Und jetzt geht es halt darum, dass die Mitglieder der entsprechenden U-Boot-Mannschaften, es sind zwei U-Boote, einmal die Jakamos S245 und einmal ein kleines U-Boot mit fünf, sechs Leuten. Das sind Wissenschaftler drin, die gerade versuchen, eben unter Wasser hier entsprechende ja, Aufnahmen zu machen oder entsprechende wissenschaftliche Tätigkeiten durchzuführen. Das Ganze, ich spoiler teilweise ein bisschen, hat ein bisschen einen Knick drin. Also die ersten zwei Folgen, drei Folgen sind sehr statisch, also ganz komisch, bis zu dem Zeitpunkt, wo der alte Kommandant stirbt. Dann gibt es einen Qualitätsschub nach oben. Und zwar bis zur sechsten Folge. Die siebte Folge ist dann nochmal absolutes Chaos. Da geht es Qualität nochmal voll nach unten. Ich weiß nicht. Ich habe so das Gefühl, dass die keine Zeit mehr hatten, noch die achte oder neunte Folge zu machen. Da mussten sie bei der siebten aufhören. Und deswegen war das alles sehr komisch hier dargestellt. Es gibt einen Cliffhanger in die zweite Staffel. Es ist relativ bald klar, wer hinter dem Ganzen steckt. Ich will nicht zu viel verraten, aber so gesehen kann man sagen, es ist eine mittelmäßige Serie. Interessant fand ich halt, dass das auch auf Türkisch war und man konnte es sich halt auch auf Türkisch anhören. Ich habe es mir auf Deutsch angehört. Es gab ein paar Schauspieler da drin, die waren ziemlich, ziemlich nervig. Die hätte ich einfach rausgestrichen. Aber ansonsten muss ich sagen, gut, kann man sich anschauen. Ich werde mir die zweite Staffel auch noch angucken, wenn das rauskommt. Ich weiß aber letztendlich, dass es jetzt nicht so der Burner ist, aber man kann es mal, wenn man gar nichts zu tun hat, anschauen. Das war's. Ja, danke. Schöne Zeit noch. Tschüss.